Hey Leute, danke für die bisherige Unterstützung und das positive Feedback zur Freiburger Handballschule. Wenn ihr noch Ideen für Videos habt, dürft ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Video. Dann herzlich willkommen bei der Freiburger Handballschule. Mein Name ist Sandro. Ich bin im Trainerteam der weiblichen B-Jugend der HSG Freiburg. Das ist die Sarah, sie spielt bei der Eintracht in der C-Jugend. Wir wollen heute thematisch ein bisschen an das Video vom Moritz anknüpfen, dem Ballhandling. Von dem her wollen wir eigentlich auch gar nicht viel Zeit verlieren und fangen da eingehend mal an. In unserer ersten Übung stellen wir uns einfach hin. Wir haben den Ball in einer der Hände, strecken die Arme weit vom Körper und versuchen mit ausgestreckten Händen den Ball von der einen auf die andere Seite zu bekommen. Also sowohl das Abwerfen als auch das Fangen sollte möglichst mit ausgestreckten Händen erfolgen. Okay? Also probieren wir es mal. Du kannst es gerne mal probieren. Genau. Also Ziel sollte sein, möglichst die Arme breit zu halten. Entsprechend schaut, ihr könnt ein bisschen Schwung holen, falls es erstmal nicht sofort klappen sollte. Und dann gehen wir von der einen auf die andere Seite und schauen, dass wir möglichst die genaue Flugkurve dann hinbekommen. Kannst du mal probieren? Genau, schaut, dass du es noch schön aus dem Arm rauswirfst. Ja. Gut, wunderbar. Ganz kurz. Da können auch ganz verschiedene Bälle zum Einsatz kommen, einfach damit ihr einfach auch seht, da hat man mehrere Möglichkeiten, darauf zurückzugreifen. Also mit Tennisbällen, mit Basketbällen, ja, also alles, was ihr zur Verfügung stehen habt. Gehen wir mal zur nächsten Übung. Wir stellen uns schulterbreit auf, führen den Ball beidhändig von vorne nach hinten, tippen wir durch die Beine und fangen den auch entsprechend wieder beidhändig auf der anderen Seite, ja, auf der hinteren Seite. Fangen wir ihn und spielen ihn wieder nach vorne durch. Genau, jawohl, jetzt wieder. Perfekt. Genau. Mach's nochmal. Ja, wunderbar. Gut, ich glaube, das klappt schon soweit sehr gut. Ja, da haben wir noch eine Variation bzw. eine Erweiterung, die wir da einbauen können. Das heißt, nachdem wir den Ball durch die Beine getippt haben, machen wir umgehend eine Rotation um die eigene Körperachse und fangen ihn wieder immer auf der Vorderseite. Das heißt, spielen ihn durch, fangen ihn, spielen ihn durch, fangen ihn. Ja? Das heißt, immer möglichst genau um die eigene Körperachse zu drehen, damit du relativ schnell wieder die Orientierung kriegst und den Ball dann entsprechend auch wieder weiterführen kannst. Hervorragend. Gut, das klappt ja soweit schon mal ganz gut. Das sind einfach Übungen, da sind der Wiederholungszahl noch keine Grenzen gesetzt. Einfach üben, üben, üben. Nicht nur zu Hause, auch wenn ihr dann wieder mal in die Halle dürft. Das sind einfach Sachen, die sollten immer dabei sein. So, kleine andere Übung. Wir werden den Ball, spielen wir quasi von hinten über die Schulter diagonal, fangen ihn mit einer Hand und führen den dann wieder auf die andere Seite über die Schulter. Das heißt hier rüber, 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 rüber. Okay? Jawohl, weiter nochmal. Machen wir mal ein paar Wiederholungen. Wunderbar. Also auch da seht ihr, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, mit den Ballgrößen zu spielen. Je nachdem müsst ihr halt das Handgelenk immer noch ein bisschen mit in Einsatz nehmen, damit es besser klappt. Ja? Also gut, die Übung haben wir somit eigentlich auch schon abgeschlossen. Kommen wir dann zur nächsten Übung, das sogenannte Doppelbrett. Ja? Da gibt es zwei Rhythmusarten, schult insofern die Differenzierung, was wir schon mal angesprochen hatten. Das heißt, auch den Krafteinsatz richtig zu wählen. Man hat unterschiedliche Bälle, sind unterschiedlich aufgepumpt, man hat unterschiedlich viel Kraft in den Händen. Ja? Eben durch eine schwache Seite
Deswegen müssen wir immer den Krafteinsatz an unsere Bälle anpassen, sodass da der richtige Rhythmus dabei entsteht. Ja? Das heißt, haben wir jetzt den ersten Rhythmus, das gleichmäßige Prellen. Das heißt, da werden wir, ja, das geht auch so, ja. So, das ist jetzt mal ein bisschen mit weichen Bällen, kann man das auch probieren. Und mit unterschiedlichen Bällen. Aber jetzt schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Jetzt schaust du wieder. Gut, genau. Da hast du jetzt gemerkt, so, irgendwo kommst du jetzt durcheinander. Deswegen nochmal dann wieder vielleicht das Tempo leicht verlangsamen und wieder den Krafteinsatz so entsprechend anpassen. Okay, probier es gerade nochmal. Jawohl, jetzt, genau, jetzt passt es richtig an. Wunderbar. Genau, soweit hast du jetzt gemerkt. Du hast jetzt angefangen, richtig deine Kraft halt richtig zu verteilen, damit du den Rhythmus halten kannst. Ne? Also, zweiter Rhythmus wäre dann das gegengleiche Prellen. Das heißt, ich fange mit einem Ball zuerst an, gefolgt von dem zweiten Ball, sodass ich da einfach auch einen Rhythmus reinbekomme. Ne? Eben da die Konzentration schön reinlegen, schauen, dass man den Rhythmus selber im Kopf für sich hat und dann entsprechend auch noch zusätzlich die Kraft ein bisschen mit reinnimmt. Ja, das schult eben die Differenzierung und die Kopplung, das heißt eben zwei verschiedene Formen oder zwei verschiedene Gliedmaßen bewegst du und das in unterschiedlicher Reihenfolge. Ja? Das heißt eben schult ganz enorm das Ballhandling, sodass man auch ein bisschen die Beidhändigkeit auch fördert dadurch. Gut, dann würde ich sagen, machst du noch einmal ganz kurz die gegengleiche. Gut, genau, du merkst da, das sind einfach Dinge, die man auch gern mal zu Hause im Schulhof oder wenn es wieder dann möglich sein wird, auch in der Halle gerne machen kann. Gut, jetzt schauen wir mal, ein Pärchen haben wir hier noch, das können wir wieder weglegen. Mit dem kannst du dann prellen und mit dem anderen hast du dann quasi während deiner Prellbewegung hältst du den, wirfst du den immer an. Ja? Das heißt, du machst auch wieder zwei Aktionen in einem Durchgang, also du prellst mit der rechten Hand nämlich an, dann probierst du erstmal mit der rechten Hand zu prellen. Wirfst du den anderen an und prellst dabei weiter. Jawohl. Genau. Und je besser das klappt, desto öfter kannst du auch. Kurzer Seitenwechsel, du prellst mit der linken Hand und hältst dann mit der rechten Hand nach oben. Dann erst aufs Prellen konzentrieren und dann. Jawohl, gut. Wunderbar, gut. Das war's von der Freiburger Handballschule. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt da daheim ein bisschen was damit üben und bleibt da am Ball. Und von dem her wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Dankeschön, Sarah, für deinen Einsatz und habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Auf bald. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann liked es und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin mit der Freiburger Handballschule auf dem neuesten Stand bleibt.
Neue Videos bekommt ihr immer am Montag, Mittwoch und Freitag über diesen Kanal. Solltet ihr weitergehende Informationen zu den Vereinen suchen, findet ihr die unten in der Videobeschreibung. Bis bald und viel Spaß beim nächsten Video.